Ich habe gerade mehr als 16 Jahre nach dem Release zum ersten Mal mit Baldur's Gate 2 Shadows of Amn angefangen. Kurz davor habe ich mehrere Stunden im Multiplayer von Icewind Dale genossen, Baldur's Gate 1 und das neue Add-on Siege of Dragonspear erstmals durchgespielt und endlich mal Planescape Torment nachgeholt. All diese Titel basieren auf BioWares Infinity Engine und wurden von mir jahrelang gemieden. Irgendwie habe ich nämlich nie den Einstieg in das Genre der Top-Down-RPGs geschafft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen waren die RPGs meiner Kindheit und Jugend vor allem Konsolenspiele und kamen demzufolge oft aus Japan. Wo andere Sarevok jagten, ging ich auf Weltreise in Terranigma oder verfolgte Sephiroth in Final Fantasy VII. Auch in meinem Freundeskreis gab es kaum jemanden, der mir Spiele wie Baldur's Gate näher brachte. Es gab keinen Antrieb. Selbst die Lobhudeleien von Spielemagazinen wie der GameStar konnten mich nicht überzeugen. Wirkten die Infinity-Spiele auf Screenshots und in Videos doch immer recht statisch und, naja, langweilig, zumindest auf mein damaliges Ich. Irgendwann am Ende oder bereits nach meinen Teenagerjahren probierte ich ein paar dieser Titel natürlich auch mal aus. Inzwischen waren Icewind Dale und Co. technisch und teilweise auch spielerisch veraltet. Erklärt wurde mir hier wenig und mit dem Pen-and-Paper-Regelwerk von Dungeons & Dragons kannte ich mich nun so gar nicht aus. Damit endeten diese zaghaften Nachholversuche meist in meiner frühen Kapitulation und ohne großes Zeitinvestment. Jahre vergingen. Zwölf. Kickstarter passiert. Genutzt wird die Crowdfunding-Plattform im Spielebereich vor allem für die Wiederbelebung totgeglaubter Genres. Double Fine erzielen mit ihrer Kampagne für das Double Fine Adventure Rekordsummen, viele andere Studios horchten plötzlich auf. So auch Obsidian Entertainment, bis dato bekannt als die Entwickler, die Fortsetzungen zu BioWare-Rollenspielen bastelten, etwa Knights of the Old Republic 2 oder Neverwinter Nights 2. Später entwickeln sie für Bethesda das hervorragende Fallout-Spin-off New Vegas. Mit Fergus Urquhart, Chris Avellone und Josh Sawyer arbeiteten bei Obsidian alte Black Isle Studio-Veteranen, also genau die Leute, die früher Planescape Torment und Icewind Dale gestemmt haben. Und genau so ein Projekt erschien dank Kickstarter plötzlich wieder möglich. Project Eternity hieß die Kickstarter-Kampagne von Obsidian. Ein klassisches ISO-RPG im Geiste der Infinity Engine sollte es werden, daher auch die Parallele im Namen. Mit knapp 4 Millionen US-Dollar schoss das Projekt weit über das gewünschte Finanzierungsziel hinaus. Nach etwa 2,5 Jahren Entwicklungszeit erschien das Spiel unter dem Namen Pillars of Eternity und war für Obsidian ein Riesenerfolg. Ganz ohne Nostalgiebonus wagte auch ich mich in den Deerwood und war begeistert von der Spielwelt, den Charakteren und der großen Geschichte dieses Spiels. Damit war Pillars of Eternity sozusagen das erste Infinity-Spiel, das ich wirklich durchspielte und das ohne überhaupt in dieser Engine zu laufen. Zwar habe ich vorher etwa mit Dragon Age Origins bereits BioWares geistigen Nachfolger zur Baldur's Gate Saga gespielt und geliebt, Pillars of Eternity fühlte sich mit seinen vorgerenderten Hintergründen, seiner festen ISO-Perspektive und den zahlreichen Textbeschreibungen aber nochmal deutlich anders an. Irgendwann stellte ich mir dann die Frage, wenn mir das hier Spaß macht, müssten mir dann nicht auch die alten Infinity-Titel gefallen? Also probierte ich es viele Jahre nach meinen letzten Versuchen mit den CRPGs erneut und warf Black Isles Planescape Torment an, nachdem ich fix zwei Mods für eine bessere Auflösung und eine angepasste Benutzeroberfläche installierte. Noch immer schwebten viele Fragezeichen über den AD&D-Regeln, aber das Spiel auf einfach zu stellen sollte genügen, dachte ich mir, es geht mir hier schließlich vor allem um die Geschichte. Um die Reise des unsterblichen, namenlosen Helden, der nach jedem scheinbar Tod lediglich sein Gedächtnis verliert und unter anderem von einem sarkastischen schwebenden Schädel, einem konstant brennenden Psychopyroman oder einer Dämonenschurkin mit schottischem Akzent begleitet wird.
I grew up here. Not a pleasant childhood, mind you. Mehrere Urlaubstage hat dieses Spiel bei mir direkt hintereinander verschlungen, weil ich mehr von dieser Welt wollte und vor allem, weil mich die Hauptstory richtig gepackt hat. Ich wollte wissen, wer der Namenlose denn nun war, die Hinweise seiner vorherigen Inkarnation entschlüsseln und die teils nebulösen Vergangenheiten seiner Begleiter aufdecken. Dabei lässt sich Torment gerade in der ersten Spielhälfte verdammt viel Zeit, um mir zu zeigen, wie bizarr seine Welt ist. Eine Welt, in der Leichen als Arbeiterzombies wiederbelebt werden, in der Prostitution auch mal von der intellektuellen Natur sein kann und in Form von Streitgesprächen und Geschichtenaustausch stattfindet, in der kuttentragende Leichengräber das Leben und Untotendasein als qualvolle Probe ansehen und vom einzig wahren Tod predigen. Und das sind dann noch die leicht greifbaren Dinge. Hinzu kommen die verschiedenen Ebenen dieser Welt, die einer gewissen Ordnung folgen. Sigil, die Stadt, in der Torment zu großen Teilen spielt, befindet sich in der recht neutralen Mitte. In den äußeren Ebenen herrschen extreme von Gut und Böse, in einer sogar ein ewig währender Krieg zwischen den chaotisch bösen Dämonen und den rechtschaffen bösen Teufeln. Das sollte man sich aber nun nicht wie normale materielle Welten vorstellen. Hier existieren Dinge nämlich nur, weil sie von anderen in die Existenz erdacht wurden, beziehungsweise weil genügend Wesen daran glauben und ach so hundertprozentig sehe ich da auch noch nicht durch. Wie ich mit meinen Entscheidungen die Bewohner dieser außerordentlich merkwürdigen Welt beeinflusse und wie viele meiner Entdeckungen und Entscheidungen in das vorbildlich runde Ende einfließen, ist beispiellos. Die Anzahl der Aha-Momente in der zweiten Spielhälfte ist unheimlich beeindruckend. Torment stellt mir oft erzählerische Fallen, präsentiert mir seine Geschichte teilweise in einem ganz bestimmten Licht, nur um Stunden später die Schattenseite zu beleuchten und das Geschehen moralisch umzukrempeln. Der Kampf kommt in Anbetracht des Story-Fokus übrigens entsprechend kurz. Im ganzen Spiel gibt es gerade mal eine Handvoll Dungeons, die sind dann meist auch nicht allzu groß. Viele Konflikte lassen sich zudem gewaltlos lösen. Natürlich kann Planescape Torment seine umfassende Welt mit ihren eigenwilligen Konzepten vor allem deshalb so detailliert realisieren, weil hier so gut wie alles in Textform passiert. Diesem RPG wird ja gerne mal nachgesagt, mehr Buch als Spiel zu sein und das durchaus nicht zu Unrecht, denn gefühlt 90% meiner Zeit habe ich hier mit Lesen verbracht. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ein Torment, ein Baldur's Gate oder auch ein Pillars of Eternity in Sachen Entscheidungsfreiheiten oft die Nase vorn haben gegenüber ihren 3D-Geschwistern. Hier müssen die Entwickler einfach nicht für jede zusätzliche Entscheidung im Spiel neue Assets und Animationen bauen und Voice-Actor für ihre Leistungen bezahlen. Das Wort des Autors und die Vorstellungskraft des Spielers übernehmen diese Arbeit bereits. Das wäre deutlich anstrengender, wenn die Texte in Torment nicht so gut wären. Trotzdem ist die Präsentation hier teilweise etwas müßig, da als Textfarbe eine Art Beige oder Braun verwendet wird und das auf einem nicht viel weniger beigen oder braunen Hintergrund. Dieses Spiel hätte endlich mal eine Remastered-Fassung verdient, in der solche Probleme behoben werden können. Hey, Chief. You okay? You playing corpse or you putting the blinds on the dusties? I thought you were a debtor for sure. Jetzt hatte ich endgültig den Einstieg in die Infinity-Spiele gefunden. Ich wollte also wissen, was die anderen Spiele, die mit dieser Engine entwickelt wurden, so drauf haben. Angefangen habe ich beim nächsten Spiel von Black Isle, Icewind Dale aus dem Jahr 2000. Our story takes place in the northern region of Faerun, known as Icewind Dale. It is a harsh, frozen land, cut off from the rest of the world by a wall of jagged peaks called the Spine of the World. Mit meiner Freundin stürzte ich mich in den Mehrspielermodus des Spiels und stellte schnell fest, dass der Fokus hier sehr stark auf dem Kampf liegt. Ich stellte aber auch fest, wie viel Spaß mir diese klassischen D&D-Mechaniken und das methodische Vorgehen in mehreren Ebenen umfassenden Dungeons macht. Jetzt, da ich das Regelwerk mal halbwegs durchschaue und weiß, dass die Rüstungsklasse besser niedrig als hoch sein sollte und dass die krude Abkürzung THAC0 für To Hit Armor Class 0 steht und im Wesentlichen meine Trefferchance angibt. Der Charakterausbau und gerade auch die gemeinsame Absprache und Rollenaufteilung im Multiplayer haben mir direkt sehr viel Freude bereitet, auch wenn ich schon gern etwas mehr Story in meinem RPG hätte. No, you can't. I will be the last. And you will go first. There are others. I can show you, please. Please. Und da kommt
kommt Baldur's Gate ins Spiel. Inzwischen habe ich keinerlei Entschuldigung mehr dafür, diesen Klassiker nicht gespielt zu haben. Also habe ich BioWares Erstlingswerk binnen kurzer Zeit via der Enhanced Edition nachgeholt. Schnell fiel mir auf, wie viel simpler hier alles scheint im Vergleich zu späteren BioWare-Titeln. Klar, das zugrunde liegende Advanced Dungeons & Dragons Regelwerk ist komplex, aber Charakterzeichnung und Hauptstory fallen verhältnismäßig dünn aus. Das gleicht das erste Baldur's Gate dafür mit spielerischer Freiheit aus. Die Welt ist riesig und es ist vollkommen mir überlassen, wie ich sie erschließe. Mit über 20 Recken fällt die Zahl der möglichen Begleiter zudem enorm hoch aus, auch wenn hier wie gesagt nur sehr wenige so etwas wie charakterliche Tiefe entwickeln. Go no further. I require the services of your group. Yes, they will do nicely. So richtig packen konnte mich Baldur's Gate 1 heute nicht mehr. Zwar finde ich diesen Klassiker durchaus charmant, aber gerade auf erzählerischer Ebene bekam ich hier eher wenig geboten. Interessanter fand ich da schon Beamdogs Eigenentwicklung Siege of Dragonspear. Dabei handelt es sich um eine Art Erweiterung oder ein Pre-Sequel, so wie es Gearbox wahrscheinlich nennen würde, denn hier wird versucht, die Brücke zwischen Teil 1 und Teil 2 zu schlagen. Und das zahlreiche Jahre nach Original-Release, das Add-on erschien nämlich erst in diesem Jahr. Siege of Dragonspear erzählt die Geschichte des Kreuzzugs von Kayla Argent, einer mysteriösen Kriegerin, der ebenfalls nachgesagt wird, ein Kind des Gottes Baal zu sein. Mir gefällt hier vor allem das Szenario einer kleinen Armee, die mit mir von Baldur's Gate aus Richtung Schloss Dragonspear zieht, um Kayla Argent zu stürzen. Beamdog haben versucht, in Sachen Inszenierung ein bisschen was aus der Infinity Engine rauszuholen, was in meinen Augen auch gelingt, etwa durch die Darstellung deutlich mehr NPCs in Städten, wodurch alles direkt viel belebter wirkt. Nur entgleist die zunächst interessant anmutende Geschichte gegen Ende und hinterlässt einige Logiklücken, die große Fragezeichen hinter der Motivation mancher Charaktere setzen. Maybe no one likes you because goblins are hideous little creatures, inside and out. Maybe. You're agreeing with me? Lived with goblins all my life. They are ugly. Think you know, but you don't. Dafür gefallen mir neue Charaktere wie die Koboldin Emkin oder die Art und Weise, wie Siege of Dragonspear mit Traumsequenzen und Begegnungen mit einem verhüllten Mystery Man auf die Story von Baldur's Gate 2 hinarbeitet und mit seinem Ende direkt daran anknüpft. Your path could lead in many directions. You waver, unsure whether to claim credit for your deeds or to brush them aside. I can offer you clarity. Und genau da bin ich auch gerade. Mitten in Baldur's Gate 2, Shadows of Amn, das mir aktuell wahnsinnig gut gefällt. Das große Mysterium um den Magier Irenicus ist packend, ich stolpere von einer interessanten Nebenquest in die nächste und befreie etwa eine Bar in den Slums von einem im Geheimen geführten Sklavenring oder werde in die Machtspielereien eines gelangweilten Rotdrachen gezogen. Und ein paar Easter Eggs habe ich ebenfalls bereits gefunden, etwa Händler, die Gegenstände von Charakteren aus Planescape Torment oder Icewind Dale anbieten. See Battle Bow! Run, Bow, run! Inzwischen glaube ich, dass ich auch als Kind bzw. als Jugendlicher unglaublich viel Spaß mit diesen Spielen gehabt hätte, wenn ich doch nur einen Zugang gefunden und mich nicht vom langsamen Spielablauf und einem auf den ersten Blick schwer durchschaubaren Regelwerk hätte abschrecken lassen. Daher gilt mein Dank heute Pillars of Eternity, ein durch Crowdfunding möglich gemachtes Nostalgieprojekt, das mir durch seine Retro-Allüren eine ganze Reihe ehrwürdiger Spieleklassiker näher brachte. Und ich freue mich unheimlich, dass es mit Torment, Tides of Numenera, Tyranny, Divinity, Original Sin 2 oder Wasteland 3 in Zukunft wieder mehr als genug Vertreter dieses zwar alten, sich für mich aber nicht länger alt anfühlenden Genres geben wird. Ich bin hier zwar im wahrsten Sinne des Wortes late to the party, aber hey, besser spät als nie. Falls ihr auch, wie ich, diese wunderbaren Klassiker verpasst haben solltet, holt sie nach. Gerade dank GOG.com, diversen Mods oder auch den Enhanced-Editionen von Beamdog lassen sich diese Titel auch heute noch sehr leicht erwerben und spielen. Gerade Planescape Torment hat bei mir den größten Eindruck hinterlassen, da dieses Spiel einfach nicht aus meinen Gedanken verschwinden will und mit zunehmendem Abstand und Perspektive immer besser wird, je mehr ich etwa von den Entscheidungen erfahre, die ich selbst nicht getroffen habe und den Möglichkeiten, die mir dieses Spiel noch bietet. Und wer weiß, vielleicht konnte ich einige von euch, die diese Spiele so wie ich damals verpasst haben, mit diesem Video davon überzeugen, sie mal nachzuholen. Glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, dass sich das lohnt.
denn da habt ihr, beziehungsweise wir, weil ich sie ja damals auch erst nicht gespielt habe, wirklich was verpasst. Zum Abschluss sei dann nochmal der Soundtrack erwähnt, sowohl von den Baldur's Gate-Spielen als auch von Icewind Dale und Planescape Torment. Die Spiele haben nämlich alle auch wunderbare Musik und um euch davon zu überzeugen, lasse ich jetzt einfach mal ein Stück ausspielen für dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!